Jürgen, der Flötenmacher hier. Manchmal braucht es zwei bekannte Ideen, um eine neue Idee zu haben. Und so ging es mir hier bei der Irish Flute. Da werden vielleicht einige sagen, wow, sie hat nur 5 Löcher. Immer diese Löcher. Sie hat ein Daumenloch. Und deshalb nenne ich sie die Easy Irish Flute. Die ist nämlich für kleine Hände auch gut geeignet. Bei der normalen Irish Flute wäre dieses Daumenloch hier, also man braucht eine große Hand und lange Finger, um das greifen zu können. Hier ist es halt das Daumenloch und wie bei der Easy Meditation Flute legt der Zeigefinger, Mittelfinger hin und das hier, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger packt wieder die Sache und der kleine Finger. Und noch ein Vorteil ist dabei, man muss die Arme nicht so weit nach außen verschränken und man kann sie leicht spielen. Man kann auch in den Haido gehen, das heißt über Blasen. Also fangen wir mit der ersten Oktave an. Also, die erste Oktave, alle Finger weg, alle Finger hin und das Daumenloch offen lassen. Nochmal. Geht man weiter, schließt man das Daumenloch bis auf einen kleinen Spalt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, einen kleinen Spalt, ihr könnt es euch vorstellen. Und dann geht's weiter. Tja, und so kann man eine tiefe Flöte in D, die Irish Flute, als Easy Irish Flute für kleine Hände gebrauchen. Okay, aber das hier wäre die normale Bauweise, die traditionelle Bauweise, das ist schon normal. Da klingt sie so. Tja, nun liegt es an euch zu entscheiden, was ist groß, was ist klein. Ich würde mal sagen, wenn man ein Keyboard zur Verfügung hat oder ein Piano, so ist das der Abstand mit einer Taste frei dazwischen. Also meinetwegen das C, dann käme das D, das wäre frei, und dann käme das E. Das muss ich mit 2 Fingern schaffen, spreizen. Und dann, Big Stretch, kommt der dritte dazu. Das ist ein bisschen schwieriger. So, Freunde, jetzt ist es an euch zu entscheiden. Traditionell für große Hände oder für etwas kleinere Hände. Aber auch sehr schön. Hier mit einem neuen Carving. Das ist das Bluebell Glockenblume. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und sehe euch. Hey, hey.